Moin, moin, Leute. Herzlich willkommen zurück bei den Mörderkaninchen und herzlich willkommen zurück in einem Wissensvideo. Heute kümmern wir uns um Propeller und Verstellpropeller. Das heißt also darum, wie die eigentlich funktionieren, warum es Verstellpropeller eigentlich gibt und wie man sie einsetzt. Viel Spaß. Das hier ist eine Propellerwelle. Auf dieser Propellerwelle drauf sitzt vorne der Nose Cone, das heißt also dieses etwas abgerundete, vielleicht ein wenig eiförmige Ding, das strömungsgünstig optimiert ist und aus dessen Seiten der Prop herausragt. Das hier ist also unsere Propellerwelle mit dem Nose Cone und auf diesem Nose Cone, wie gesagt, sitzt der Prop und den male ich jetzt. Das hier in Rot ist unser Propeller. Ein Propellerblatt, um es mal ganz genau zu formulieren, denn die meisten Propeller haben da mehr von. Zwei mindestens, es gibt aber mittlerweile auch drei oder vier. Ich habe sogar schon welche mit 9 Propellerblättern gesehen. Das Wichtige ist aber nicht, dass hier ein Propellerblatt dran ist, denn ohne das würde es obviously nicht funktionieren, sondern was genau mit diesem Propellerblatt gemacht wird. Das Propellerblatt sitzt natürlich auf einer Welle. Diese Welle dreht sich, damit dreht sich auch das Propellerblatt und das tut es in unserem Beispiel nach unten. Ich symbolisiere das mal mit einem Strich, der sich hier nach unten dreht und den ich hier einfach mal mit Pfeilen markiere. So ungefähr. In diese Richtung dreht sich das Propellerblatt. Das ist aber noch nicht alles, denn wenn wir uns so ein Propellerblatt mal genauer anschauen, können wir feststellen, dass das ungefähr so aussieht wie ein Tragflügel, also wie eine Tragfläche, und dass es demzufolge eine Chordline besitzt. Diese Chordline können wir hier einfach mal einzeichnen. Die geht ja von der Spitze hinten zur Spitze vorne, also ungefähr da, und lässt sich circa so verlängern. Das sieht dann so aus. Machen wir mal ein bisschen dicker. Und dann haben wir sie hier. Das ist ungefähr unsere Chordline. Diese Linie hier können wir auch mal ein bisschen länger machen, nämlich auch ungefähr bis da unten. Und wenn wir diese beiden Linien dann nebeneinander legen, können wir daraus einen Winkel bestimmen. Nämlich, ganz genau genommen, ich markiere das hier mal in Gelb, diesen Winkel hier. Dieser Winkel da ist der Anstellwinkel des Blatts. Unsere Welle dreht sich nach unten. Unser Blatt ist von dieser Welle ein wenig abgewinkelt, das kann man daran erkennen, dass die gerade Seite hier nach unten zur Welle zeigt. Und das ist das Prinzip, weswegen so ein Propeller überhaupt funktioniert. Dadurch wird Luft geschaufelt, die von vorne vom Propeller angesaugt und durch die Luftschaufelung nach hinten quasi ausgestoßen wird. Das ist der Grund, warum so ein Propeller überhaupt funktioniert, denn würden wir den nicht angewinkelt, sondern beispielsweise so auf die Achse packen, dann würde da überhaupt nichts passieren. Wir müssen ihn anwinkeln, nämlich so, damit er Luft schaufeln kann. Diesen Anstellwinkel bezeichnen wir als Propellerwinkel oder Propellerpitch. Das hat nichts mit dem Pitch von einem Flugzeug zu tun, ist aber dasselbe Prinzip. Es ist ein Anstellwinkel des Propellerblatts. Mit so einem Propeller erzeugen wir natürlich eine Vorwärtsbewegung. Die Luft wird von hier vorne genommen, nach hinten beschleunigt. Und das verhilft natürlich dem Luftfahrzeug, oder woran auch immer dieser Prop festgemacht ist, dazu, dass es sich nach vorne bewegen kann. Es entsteht also ein Schub oder, anders formuliert, eine Vorwärtsbewegung. Diese Vorwärtsbewegung zeichne ich hier mal in Blau ein. Das hier ist unsere Vorwärtsbewegung. Durch diesen Schub und diese Vorwärtsbewegung werden Luftströme erzeugt, durch den Propeller, die eben natürlich auch auf den Propeller und damit das Propellerblatt wirken. Wenn sie auf das Propellerblatt wirken, entsteht dadurch eine weitere Variable, die wir hier in unserer Zeichnung berücksichtigen müssen, und zwar folgende. Die sogenannte Vorwärtsgeschwindigkeit. Wir bewegen uns mit unserem Luftfahrzeug nach vorne, bewegen uns damit also durch die Luft und das verändert natürlich die Anströmung des Propellers. Wenn wir den einfach nur im Stand laufen lassen, dann dreht er sich nach unten, damit erzeugen wir einen Schub nach hinten, aber mehr passiert da eigentlich nicht. Wenn wir jetzt aber einen Schub nach hinten erzeugen, der so stark ist, dass wir uns in Bewegung setzen, dann kommt natürlich Luft von vorne auf den Propeller und zwar je mehr Luft, desto schneller wir werden. Das wiederum führt dazu, dass der Propeller ebenfalls eine Vorwärtsgeschwindigkeit bekommt und das wiederum führt dazu, dass er anders angeströmt wird.
Dadurch, dass wir uns vorwärts bewegen, entsteht eine gewisse Luftströmung am Propeller und dadurch bekommt dieser Propeller einen Angle of Attack, das heißt einen Anstellwinkel. Jeder Propeller hat sowas, zumindest dann, wenn er sich vorwärts bewegt, und die meisten Propeller sind auf einen bestimmten Angle of Attack optimiert, funktionieren in dessen Bereich möglichst optimal, also effizient, sollten sie sich aber aus diesem Angle of Attack hinaus bewegen, dann nicht mehr. Denn was wir hierbei nicht vergessen dürfen, ist die Tatsache, dass dieser Angle of Attack eben nur dann wirkt, wenn wir eine gewisse Vorwärtsgeschwindigkeit erreicht haben. Wenn diese Vorwärtsgeschwindigkeit, in diesem Fall jetzt, größer werden sollte, also nehmen wir beispielsweise mal da, dann wird dieser Angle of Attack natürlich logischerweise kleiner werden. Denn wenn man sich das hier einmal anschaut, wird man feststellen, dass diese Linie, wenn sich die Vorwärtsgeschwindigkeit weiter nach vorne bewegt, weiter zur Chordline bewegen wird und das wiederum den Angle of Attack verkleinert. Der ist dann nicht mehr so groß wie gerade eben da, sondern nur noch so klein. Das heißt also, der Winkel zwischen der Chordline und dieser grünen Linie hier, der wird immer kleiner. Das wiederum verringert den Angle of Attack und damit die Effizienz des Propellers. Das, was wir uns hier als Beispiel angeschaut haben, ist ein sogenannter Festpropeller. Das sind also Propeller mit einem festgelegten Pitch, so wie hier zum Beispiel, der sich nicht verändern lässt. Das finden wir zum Beispiel bei kleinen einmotorigen Kolbenflugzeugen wie der Cessna 152 oder der 172, kleinen Pipers oder anderen vergleichbaren Flugzeugen. Aber wie eben gesagt, verhält es sich ja so, dass die meisten Propeller nur dann korrekt funktionieren, wenn die Vorwärtsgeschwindigkeit und die Chordline zusammen einen gewissen Angle of Attack ergeben und dass ihre Effizienz dann abnimmt, wenn dieser Angle of Attack verlassen wird. Heißt also zum Beispiel bei festen Propellern, dass wir ganz einfach schneller fliegen. Der Propeller von einer Cessna 172 zum Beispiel wird dann besonders effizient sein, wenn wir relativ langsam unterwegs sind. Je schneller wir fliegen, also je schneller unsere Vorwärtsbewegung in der Luft wird, desto ineffizienter wird der Propeller sein. Und das ist bei allen Festpropellern so, egal welchen wir uns da anschauen. Die sind natürlich auf unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche optimiert, aber jeder hat dasselbe Prinzip. Passt der Angle of Attack nicht mehr, dann wird der Propeller ineffizienter. Um diesen Nachteil auszugleichen und auch bei höheren Geschwindigkeiten effizienter fliegen zu können, hat man sich den sogenannten Verstellpropeller ausgedacht. Der Verstellpropeller funktioniert nach genau demselben Prinzip wie der Festpropeller in diesem Beispiel hier, aber er lässt sich verstellen. Das, was sich da verstellen lässt, ist der Anstellwinkel des Propellerblattes, also der Propellerpitch. Um euch einfach zu demonstrieren, was so ein Verstellpropeller macht, blende ich das ganze unnötige Zeug mal eben aus. Jetzt haben wir nur noch den Propeller selber und die Chordline. Diese beiden Dinger hier. Und das, was der Verstellpropeller macht, ist eigentlich ganz einfach. Der verstellt den Pitch der Propellerblätter, nämlich so. Und genau dieses Prinzip ist wesentlich. Ich zeige euch auch mal, warum. Wenn wir jetzt eine Vorwärtsgeschwindigkeit haben und die wird immer größer, dann wird, wie wir gerade gesehen haben, der Angle of Attack immer kleiner werden. Das heißt, die Effizienz des Propellerblatts wird abnehmen. Wenn wir jetzt aber gegensteuern, das heißt also den Anstellwinkel oder Pitch des Propellerblattes erhöhen, dann wird der Angle of Attack wieder größer. Und zwar folgendermaßen. Wir nehmen unser Propellerblatt. So zum Beispiel. Dann seht ihr schon, was passiert. Der Angle of Attack verändert sich und wird größer. Auch wenn wir jetzt diese Linie dann hier oben anbringen müssten, aber das Prinzip dabei ist dasselbe, denn der Angle of Attack ist wieder größer geworden. Eben sah er so aus, jetzt sieht er so aus. Und der Unterschied dabei ist klar zu erkennen, oder? Und ihr erinnert euch doch sicherlich auch daran, dass ich euch erzählt hatte, dass ein Propellerblatt nur bei einem gewissen Angle of Attack am effizientesten ist. Dieser Angle of Attack würde sich mit der Vorwärtsgeschwindigkeit eines Propellers natürlich ändern, wenn wir aber gleichzeitig den Anstellwinkel des Propellerblattes mitändern, dann ändert sich natürlich auch der Angle of Attack wieder. Genau genommen sorgen wir mit der Verstellung des Propellerblattes also dafür, dass wir den Winkel zwischen Chordline und Vorwärtsgeschwindigkeit immer in der optimalsten Stellung des Propellerblattes halten, um dessen optimale Effizienz sicherzustellen. Um es noch einfacher zu formulieren, bringt uns die Verstellung des Propellerblattes also folgendes: gleichbleibende Effizienz. Das funktioniert natürlich nicht unendlich lange.
Irgendwann werden wir einen Anstellwinkel erreicht haben, bei dem unser Propellerblatt einfach nicht mehr effizient arbeiten kann. Auch dieses System hat also seine Grenzen, aber wie wir gerade eben gesehen haben, deutlich weiter verschoben als bei einem Festpropeller. Eine weitere wichtige Sache, die wir mit einem Verstellpropeller allerdings durchführen können, ist, ihn in die sogenannte Segelstellung zu bringen. Ich blende mal eben den ganzen unnötigen Kram aus, um euch zu zeigen, was genau ich damit meine. Wenn wir einen Festpropeller hätten und das Triebwerk würde ausfallen oder aus sonst welchen Gründen stehen bleiben, dann würde der Propeller natürlich ebenfalls genauso stehen bleiben, wie wir ihn hier sehen. Die Luft, die von vorne gegen das Propellerblatt strömt, die hat natürlich eine riesen Angriffsfläche. Und zwar deswegen, weil das Propellerblatt mit seiner größten Angriffsfläche im Wind steht. Wenn wir das Propellerblatt aber mit Hilfe der Propellerverstellung in die sogenannte Segelstellung bringen, dann drehen wir es mit seiner effizientesten Seite in den Wind. Denn jetzt hat der Wind kaum noch Angriffsfläche. Die große Platte, von vorne gesehen, ist weg und wir haben hier nur noch eine ganz, ganz kleine Angriffsfläche, die ähnlich aussieht wie eine Tragfläche von einem Flugzeug. Die Luft kann also nur noch an wenigen Punkten angreifen und fließt hauptsächlich um unser Propellerblatt herum. Der Luftwiderstand wird dadurch also erheblich reduziert und damit natürlich auch die potenzielle Geschwindigkeitsabnahme. Eine Propellerverstellung hat also eigentlich nur Vorteile, egal in welchem Bereich wir sie benutzen. Sie macht den Propeller effizienter, sie sorgt dafür, dass wir besser nach vorne kommen und falls das Triebwerk ausfallen sollte, bringen wir den Propeller einfach in die Segelstellung, haben dadurch weniger Luftwiderstand und das erleichtert uns das Fliegen. Eine Propellerverstellung wird normalerweise dadurch realisiert, dass sich innerhalb der Welle sogenannte Aktuatoren befinden, die zum Beispiel mit Hydraulikflüssigkeit, Öl oder in alten Varianten auch mit Mechanik funktionieren und zum Beispiel mit Ausgleichgewichten dafür sorgen, dass sich der Propeller verstellt. Es gibt natürlich auch verschiedene Arten der Propellerverstellung. Einmal die manuelle, die ist im Flugzeug zum Beispiel mit dem blauen Hebel gekennzeichnet, aber es gibt auch sogenannte Constant Speed Props. Bei denen stellt man nur ein, auf welcher Drehzahl sie sich drehen sollen, so zum Beispiel 850, wie in der Dash 8, und dann regelt man einfach nur die Motordrehzahl. Der Propeller wird immer auf derselben Drehzahl bleiben, ganz einfach deswegen, weil er sich automatisch verstellt. Und wenn wir uns genau das Prinzip mal im Simulator anschauen, hier am Beispiel von der Aerobasque Epic G1000, dann könnt ihr genau das nachvollziehen. Ich habe mich mal genau seitlich neben den Propeller gestellt, um genau das, was wir gerade eben in der Grafik gesehen haben, in real zeigen zu können. Den Prop-Hebel, das heißt also den, der den Anstellwinkel des Propellers verstellt, habe ich mir hier auf eine Achse gelegt. Diese Achse verstelle ich jetzt und ihr achtet dabei bitte mal auf den Propeller. Ich blende euch jetzt hier einfach mal zwei Linien ein, die euch zeigen sollen, wie der Propeller eingestellt ist, wenn der Prop-Hebel ganz nach vorne geschoben wurde. Ich reduziere jetzt einfach mal den Prop, und zwar ganz langsam, und dann seht ihr, was passiert. Jetzt ist der Prop-Hebel ganz hinten, und das, sieht man auch im Bild, bedeutet, dass der Prop auf Feather eingestellt ist, also in der Segelstellung. Wenn wir den jetzt anhalten würden, dann würden wir sehen, dass die Propellerblätter von der Seite ganz breit aussehen, von vorne allerdings ganz schmal, so wie ich es eben in der Grafik gezeigt habe. Wenn wir den Prop jetzt wieder ganz nach vorne stellen, dann dreht sich das genau um. Dann wird er von der Seite besonders schmal sein, aber von vorne besonders breit, damit er in Bodennähe möglichst viel Luft durch die Gegend schaufeln kann. Hier nochmal als Beispiel mit ausgeschaltetem Prop. Flaches Profil von der Seite, aber großes von vorne. Jetzt ändern wir das mal. Und ihr seht, was passiert. Der Anstellwinkel der Blätter ändert sich. So sieht das übrigens aus, wenn man ihn aus dieser Perspektive verstellt. Und dieses Prinzip ist bei allen Verstellpropellern gleich, egal welches Flugzeug man sich anschaut. Egal, ob man sich jetzt also hier die Epic G1000 nimmt, eine Dash 8 oder irgendwelche anderen Flugzeuge, das gibt es nämlich auch bei Kolbenmotorfliegern, das Prinzip der Propellerverstellung ist in jedem Fall gleich, hat in jedem Fall dieselben Effekte und vor allen Dingen in jedem Fall dasselbe Ziel.
Eine andere coole Sache, die wir mit verstellbaren Propellerblättern anfangen können, ist die, dass wir sie in sogenannte negative Stellungen bringen können. Im Endeffekt bewirkt das, dass sich die Blätter umdrehen, das sieht folgendermaßen aus, und das wiederum führt dazu, dass der Luftstrom um diese Blätter umgelenkt wird, und zwar nach vorne. Es ist uns also mit Verstellpropellern ebenfalls möglich, einen Umkehrschub zu erzeugen, der die Landestrecke natürlich erheblich reduzieren kann. Ich hoffe, ich konnte euch damit wieder ein wenig Wissen näher bringen. Wenn das so war, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo natürlich riesig freuen. Und falls ihr Themenvorschläge für Wissensvideos habt, dann rein damit in die Kommentare, lasst die Tasten glühen, ich freue mich drauf. Im nächsten Wissensvideo geht es um Turboprops, also um Propellerturbinen. Schaltet also auch dann wieder ein, wenn euch das Thema interessiert und ihr wissen wollt, wieso ein Turboprop-Flieger eigentlich funktioniert, warum man Turboprops überhaupt einsetzt und was für Vorteile sie gegenüber Kolbenmotortriebwerken haben. An dieser Stelle war es das aber auch schon wieder mit diesem Video hier. Wenn euch das gefällt, was ich tue, wäre ein Daumen hoch und ein Abo natürlich absolute Spitzenklasse, noch viel besser wäre aber beides. Und bitte vergesst nicht, dass ihr diejenigen seid, die diesen Kanal hier überhaupt erst am Laufen erhalten. Wenn ihr also auch in Zukunft hochqualitativen Content über X-Plane 11, Wissensvideos sowie dieses hier oder andere Simulatoren sehen möchtet, dann könntet ihr ja zum Beispiel mal bei TypeStream oder Patreon vorbeischauen oder die Kanalmitgliedschaft auf YouTube ins Auge ziehen. Vielleicht ist ja was für euch dabei, schaut doch einfach mal rein. Sollte euch aber nicht gefallen haben, was ihr hier seht, dann interessiert mich natürlich ebenfalls brennend, warum das so ist. Gebt dem Video also bitte nicht einfach nur einen Daumen runter, sondern schreibt mir in die Kommentare, was genau euch nicht gefallen hat, denn nur mit eurer Hilfe kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Wir sehen uns jetzt im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen, sonnigen und warmen Tag und sage auf Wiedersehen, macht's gut!